Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe doch sehr, dass es euch gut geht. Fangen wir doch gleich mal an. Wir haben heute ein bisschen was zu tun, aber nicht so viel, aber genug Motivation. Zumindest hoffe ich das. Ich werde heute mein Schlafzimmer putzen, unser Bad, dann noch das Erdgeschoss, das komplette. Und dann werde ich noch ein bisschen die Wäsche machen. Und ich würde gerne noch ein kleines Schmankerl mit euch teilen. Mein Töchterchen Haley und ich haben am Wochenende Quarkplunder gemacht. Und die waren auch so lecker. So, ihr habt gesehen, ich habe das Bett abgezogen und die Handtücher gesammelt. Alles auf einen Stapel. Dann habe ich das runtergebracht und in die Waschmaschine. Das habe ich aber jetzt nicht aufgenommen, weil das irgendwie schnell gehen musste. Ich weiß aber nicht mehr warum. Aber an dem Tag, also da war irgendwas und da habe ich mich beeilt. So, und dann bin ich wieder hoch und ja, wie ihr sehen könnt, staube ich ab. Ein bisschen ist da auch was drauf. Ja, bei mir ist es auch wichtig, dass ich wirklich jede Woche feucht abstaube und auch die Kinder, dass ich darauf achte, dass sie nicht, immer den Staubwedel nehmen, weil wir Allergiker sind und Asthmatiker, also die Kleine und ich. Und also wird hier jetzt alles aufgeräumt und sauber gemacht. So, jetzt sind wir oben am Bettrand, am Kopf des Bettes und ich habe da auch erstmal alles abgestaubt, bevor ich dann auf die andere Seite gegangen bin und dort weitergemacht habe. Tada, da sind wir auch schon. Ja, also ich weiß nicht, bei mir muss das immer jede Woche gemacht werden. Ich muss auch sagen, Achtung, Magie, 1, 2, 3, dalalala. Ich glaube, ich mache da, füge ich euch jetzt ein bisschen Magie hinzu. Auf jeden Fall, ja, habe ich hier jetzt auf der anderen Seite, genau, fange ich jetzt an abzustauben. Und wie gesagt, mir ist es einfach sehr wichtig, dass wirklich jede Woche abgestaubt ist. Einfach, dass die Luft leichter ist und einfach sauber. Genau, und auch Bettwäsche. Also ich weiß nicht, wie oft ihr eure Bettwäsche wascht, also die Bettbezüge jetzt. Bei mir ist es so ein bisschen, im Winter schaffe ich das vielleicht 1,5 Wochen zu gehen, aber im Sommer muss ich auf jeden Fall jede Woche die Waschmaschine anmachen. Weil ich habe keine Ahnung, aber irgendwie das Sauberheitsgefühl, wenn ich abends in mein Bett gehe, das brauche ich einfach. Und die Frische geht irgendwie nach einer Woche irgendwie verloren. Ich weiß es nicht, aber ich muss das auch, aber gut, im Sommer schwitzt man auch mehr oder im Schlaf und so. Man deckt sich zwar auf und hat vielleicht auch mal ein bisschen weniger an, ein Shorty oder so. Aber da muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich da jede Woche meine Bettwäsche wechsle und und im Winter 1,5 Wochen. Ich habe es mal auf 2 geschafft, aber dann musste sie wirklich runter. Vielleicht ist es auch irgendein Zwang oder so, aber ich weiß es nicht. So, und jetzt auf der anderen Seite, und zwar gegenüber, Bücherregal und unsere Kaminattrappe. Ja, wird alles gemacht und gleich gehen wir rüber zur, da sind wir auch schon, Kaffeemaschine und Tee-Ecke, genau, wird auch alles gemacht. So, und nachdem ich alles komplett abgestaubt habe, habe ich das komplette Schlafzimmer auch gesaugt. Da nicht gewischt an dem Tag, beziehungsweise nicht wischen lassen. Aber ich habe da schnell gesaugt, weil wischen musste ich jetzt nicht unbedingt. Und jetzt bin ich im Bad und da geht es an Wanne und Waschbecken. Die Toilette habe ich auch gemacht. Aber da habe ich dooferweise nicht gemerkt, dass ich nicht auf Aufnehmen gedrückt habe. Ja. Aber an der Art und Weise, wie ich die Toilette putze, hat sich nichts geändert.
Und jetzt sind wir im Wohnzimmer. Jetzt werdet ihr ab hier meinen Jüngsten sehen, der Kobe. Kobe wird mir helfen. Er wollte unbedingt Mama helfen und da sage ich natürlich nicht nein. Genau, er wollte einfach auch abstauben helfen und dann habe ich ihm schnell hier genau da ein frischen Mikrofasertuch gegeben und habe das dann ihm auch eingesprüht, aber er wollte das unbedingt alleine machen. Dann habe ich ihm gesagt, komm, ich zeig dir, wie das geht, sprüh mal da drauf. Und dann hat er sich gefreut. Deswegen, wenn er sich freut, dopst er immer oder aufgeregt ist, da hüpft er immer. Auf jeden Fall haben wir tatsächlich das Erdgeschoss zusammen gemacht. Und ich muss sagen, er hat das schon echt gut gemacht für seine 5,5. Er hat das echt gut gemacht. Ja, man sollte immer die Kinder irgendwie integrieren, gerade in so einem jungen Alter, dass sie auch so das Gefühl entwickeln mit wie Hilfsbereitschaft und so weiter. Ich finde das wirklich sehr wichtig, die frühkindliche Erziehung ein bisschen zu prägen. Natürlich später werden sie Dinge anders machen und ihren Weg finden. Da sollte man sie auch nicht davon abhalten, aber einfach die Grundkenntnisse mitgeben. Ja. Die gibt man dann den Kindern mit und dann ist auch in Ordnung und dann machst du daraus, was du willst. Das sage ich dann auch immer. Ja, ich habe hier Fernsehen an, weil ich, ja, und tanze, weil ich im Moment auch sehr gerne Reggaeton höre. Das, ja, mag ich einfach. Und gut, ich bin jetzt auch nicht wählerisch, was Musik angeht. Bei mir muss die Musik, ja, einsetzen, hier was bewegen in mich und dann ist es mir oder in mir und dann ist es mir auch egal, was es für ein Genre ist. Also ich mag alles querbeet und genau, bin auch irgendwie auch so aufgewachsen, habe alles gehört und ja, ganz früher als Kind mit meiner Mama immer Hitparade geguckt und so. Ja, also kennen sie alle. Ja, und ja, jetzt bin ich hier Regal, ja. Putze die Regale. Nochmal zurück zu den Kindern, genau. Ich möchte einfach nur, dass die Kinder viel von meinem Mann und mir mitbekommen und unsere Weisheiten, was wir bisher wissen. Wir wachsen ja auch noch und ne, also wir sind ja jetzt auch nicht so weit wie unsere Eltern und müssen auch jetzt noch gucken, wie, wo, was und ja, einfach rausgehen und einfach rausfinden, wie was funktioniert. Solange man nicht unter der Erde liegt, so werden wir auch weiterhin lernen, wenn es körperlich auch möglich ist und geistig. Man hört nie auf zu lernen und das ist auch wichtig. Und ja, also wie gesagt, was die Kinder daraus machen, das wissen wir natürlich nicht. Aber mir ist es wichtig, dass sie gute, respektvolle, selbstbewusste Menschen werden. Aber vor allen Dingen auch glücklich. Und dass es das nicht immer so sein wird, ist auch klar. Aber dann, dass sie die Stärke finden und dann auch haben, egal welche Hindernisse kommen, mag, mögen, wie auch immer, sie ja, die auf jeden Fall schaffen und Mama und Papa immer da sein werden, solange ja, wir einfach können. Und das sagen wir denen auch immer wieder, prägen denen das irgendwie ein, manifestieren das. Ja, und genau, also besonders jetzt auch im Teenie-Alter, die Hayley ist jetzt 11 und aber schon so mittendrin irgendwie. Jamie ist 14, der wird jetzt 15 April und dieses, gerade dieses Zwischensein, ne, Dazwischensein, das ist halt auch immer so schwer und ja, und deswegen, egal was ist und egal, über was sie reden möchten, die können jederzeit zu uns kommen. Bei uns gibt es keine Verurteilung oder sonst irgendwas. Also die können bei uns frei reden. Natürlich werden sie ihre Geheimnisse haben. Das dürfen sie auch. Das darf auch jeder Mensch haben. Und wenn sie halt wirklich nicht mit jemandem, mit uns reden können, mir ist es auch wichtig, dass sie auch wissen, dass sie jemanden finden, mit dem sie reden können. Die beste Freundin oder keine Ahnung, irgendjemand einfach, dem sie wissen, wo sie vertrauen können und lieber denen sagen als den Eltern. Ja, einfach keine Angst haben, irgendwas zu sagen. Ja, und das Wichtigste einfach nicht reinfressen. Und das ist ja auch so ungesund, einfach mental wirklich ungesund. Und das sagen wir denen auch immer wieder. Und wir hoffen natürlich dann auch damit, dass wir denen das dann auch mitgeben können, ne?
Und dass die sich das dann auch zu Herzen nehmen. Naja, gut, also ihr habt es gesehen, nochmal zurück zum Putzen. Küche sauber gemacht, aufgeräumt, die Spülmaschine auch eingeräumt, die musste angemacht werden und jetzt sind wir im Gästeklo. Da wird WC alles abgestaubt und WC geputzt und der Rest alles abgestaubt und dann die, ich gucke immer rüber, das seht ihr auch, weil ich mit dem Kobi rede. Der Kleine hilft mir nämlich, er räumt gerade die Schuhe in Schuhregal rein und dass der Flur dann frei ist, so dass ich da saugen kann und mein Saug- und Wischroboter dort dann wischen kann. Also hier geht's Hand in Hand. So, jetzt machen wir das Wohnzimmer ein bisschen frei, also Boden. Jetzt muss ich hier die ganzen Autos vom Kobi aufheben, die er noch liegen hatte, bevor er sich spontan dazu entschlossen hat, mir zu helfen. Aber das ist für mich vollkommen in Ordnung. Er hilft mir ja auch, also räume ich seine Spielsachen weg. dann wird jetzt der Teppich gesaugt und dann klappe ich den zusammen, sodass mein Saug- und Wischroboter da noch wischen kann. Ich mache immer dann die Gardinen zusammen, so ein bisschen zusammenknoten oder übereinander schlagen, ineinander schlagen, wie auch immer, sodass der Boden unten frei ist, wo die Gardinen runterhängen. Und das ist mein armer alter Kater. Ja, der Charlie hat jetzt eine Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz, also Schwäche. Und der ist jetzt 19,5 Jahre alt und man merkt einfach auch seine Schwäche an. Also es wird jetzt auch nicht leichter. Ja, leider leichter. Ja. So, während mein Saug- und Wischroboter im Wohnzimmer alles wischt, mache ich hier im Flur, sauge ich hier im Flur und im Gäste-WC, sodass da schon mal alles sauber gesaugt ist oder aufgesaugt ist und sie da auch nur noch wischen muss. So, und jetzt geht's zu dem Plundern. Quark, ja, Magerquark, 500 Gramm, ein Ei, dann Pfirsiche aus der Dose, ich habe da auch Zimt rein
Und die Kleine, ihr seht die Händchen hier von ihr. Das sage ich ihr jetzt. Also das war hier ein bisschen nach Freischnauze backen. Mehl auf jeden Fall. Ich würde sagen 2 Esslöffel. Probiert es einfach aus. Je nachdem, also es muss schon, es darf nicht zu matschig sein, es muss schon an Form gewinnen. Dann habe ich ein bisschen dieses Sirupwasser, wo die Dose Pfirsichdosen, nee, Dosenpfirsiche drin liegen, auch mit rein, ein bisschen von dem Saft. Und genau, da haben wir das ein bisschen zusammen mit dem Löffel und so, dass es ja, eine gute Konsistenz ist, wo man es dann mit dem Schneebesen machen kann. So, ja, jetzt braucht ihr Blätterteig. Genau, schöne Quadrate schneiden und dann in den Quadraten jeweils alle 4 Seiten auch einschneiden, aber nicht ganz durch, nur so ein bisschen ja, zur Mitte hin. Und genau, und dann genauso, dass man sie später schön zusammenklappen kann. Nicht auf den 40, nein. Und dann, aber warte, ich habe eine Idee. Wo habe ich das hin? Achtung. Guck mal hier. Machen wir nochmal Zimt und Zucker ein bisschen drüber. Trotze. Zimt, Zucker. Zimt, Zucker, bitte. So. Und das müsste gehen. Ja, und jetzt machen wir die nächste. Ja? Ja. Warte, schon mal ein Dings. Zum Anwender. Genau. Warte. Schon mal eins extra. Ja, das hast du. Das ist echt noch so ein. Ja, ja. Und wenn? Hat nichts mit dem Geschmack zu tun. Das wird auch wieder. Nein. Okay. Jetzt noch. Hausgemachtes muss immer nach Hausgemachtes aussehen. Okay. So. Nummer 1. Ja, das war unser Probeteilchen. Backpapier, Backblech braucht ihr und genau, Ofen vorheizen auf ungefähr 180 Grad Umluft. Und hier seht ihr, wie ich das zusammenklappe. Die Haley hat im Prinzip die Seiten eingepinselt mit Ei und dann haben wir in der Mitte den Quark drauf und dann haben wir die Seiten eingeklappt, dann oben drauf nochmal, hier seht ihr es nochmal, genau, einen kleinen Löffel davon nochmal in der Mitte von dem Quark, damit genau die Pfirsiche nicht wegrutschen und dann schön da haften bleiben. Und zum Schluss haben wir dann jedes Plünderchen haben wir dann mit Zimtzucker oben drauf nochmal bestreut und dann in den Ofen, bis sie schön golden braun werden. Ich würde sagen so circa 20 Minuten vielleicht, genau. Also nach der Weihnachtszeit muss man da wirklich drauf achten, auf den ganzen Zucker und so. Und ja, und da habe ich auch gesagt, ab Januar gibt es das nicht. Da müssen wir wirklich aufpassen mit dem ganzen Zuckerkonsum. Und jetzt habe ich gesagt, jedes Wochenende am Sonntag kann man was machen. Und ja, das halten die Kinder sonst nicht aus. Aber gerade Zucker ist ja so eine Sache. Und es gibt auch immer Ausnahmen, wie auch Geburtstage und so. Und da verbiete ich denen das auch nicht. Ja, so ihr Lieben, wir sind auch schon fast am Ende. Genau, wir sind fast an die 500 Menschen hier bei mir. Ich kann es noch nicht fassen. Am 20. Januar, wollte ich nur sagen, werde ich 40, ja. Und da wünsche ich mir, dass wir 500 erreichen. Und wenn ihr mir den Wunsch erfüllen wollt, abonniert meinen Kanal und ja, gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und munter, wo auch immer ihr seid. Ja, macht's gut und gleich seht ihr noch, wie ich dann noch die Wäsche zusammenfalte. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende, bleibt gesund und munter. Ja. Tschüss, bis bald, macht's gut, eure Jessica.